Clickbait hat auf YouTube kaum Grenzen. Und doch schaffen es einige Kanäle immer wieder, alles, was einem so bisher über den Weg gelaufen ist, zu unterbieten. Heute geht es um das Gesundheitsblatt, einen Kanal mit 400.000 Abonnenten. Hier schreckt man auch nicht davor zurück, mal zu gucken, wie Safran die Sehkraft verbessert oder was man denn so alles essen kann, um Krebs abzutöten. Der Kanal wirkt schon auf den ersten Blick wie ein Best-of der allerschlimmsten Scam-Werbebanner auf dubiosen Internetseiten. Nach einem ersten Antasten fällt schnell auf, dass die Clickbait-Titel und Thumbnails so gut wie alle von englischen Kanälen übernommen werden. Ein Kanal, bei dem sich besonders gerne bedient wird, heißt Eva Fox Home Remedies, bei dem nicht mal ein echter Mensch spricht, sondern irgendeine Google Translate-artige Stimme. Hier das Intro des Kanals. Wir sollten kurz festhalten, dass die geringe Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Betreiber des Gesundheitsblatts mit all diesen verschiedenen Kanälen Absprachen haben. Wir bezweifeln es aber, besonders wenn man sich anschaut, wie unglaublich schlecht teilweise über die originalen Thumbnails drüber gefotoshoppt wurde. Hier hat man sich nicht einmal die Mühe gemacht, eine neue 1 zu benutzen. Es ist so unfassbar. Oder hier. Aber schauen wir uns doch mal die Inhalte dieses glorreichen Kanals an. Eine Warnung allerdings: We are not saying it's going to be easy. Dieses Video hat 8 Millionen Views. 8 Millionen. Eine Sache muss man dem Gesundheitsblatt zugute halten: Es gibt einen menschlichen Sprecher. Aber es gibt auch eine konsequente Videolänge von 10 Minuten, einer Sekunde bis 12 Minuten und dann wird 4 bis 6 Mal Werbung geschaltet. Wie häufig Werbung auftaucht, kann man nämlich ab einer Videolänge von 10 Minuten selbst bestimmen. Aber das Gesundheitsblatt clickbaitet und streckt seichte Inhalte nicht nur wie all die anderen da draußen. Nein, man findet hier auch nicht ganz so lustige, unwissenschaftliche Desinformation zu wirklich ernsten Themen. Aber lesen wir doch einfach mal ein paar Titel vor. Wie du bis zu 1 Kilogramm Gewicht am Tag verlieren kannst. Dieses Wundermittel verbessert verschwommene Sicht ohne Brille auf natürliche Weise. Stelle bis zu 97% deiner Sehleistung wieder her mit diesen 10 Heilmittel. Du kannst mit HIV leben, ohne es zu wissen. Das sind die wichtigsten Symptome. Und unser persönlicher Favorit: Der Krebs stirbt aus, wenn du beginnst, diese Lebensmittel zu essen. Wir wissen gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. Zuerst einmal gibt es auf dem Kanal unzählige Videos mit den abstrusesten Behauptungen zu diversen Abnehmtricks. Ein besonders häufig genutztes Schlagwort ist hier Bauchfett und wie man es reduziert. Die Tipps sind natürlich alle unglaublich generisch und können nie halten, was versprochen wird. Dabei sind die Inhalte und Behauptungen oft nur lose miteinander verknüpft. Im Video "Eliminiert schlaffe Haut am Bauch in nur wenigen Tagen – bewährte Methoden" wird zum Beispiel erzählt, dass Gurken und Aloe Vera die Haut vorm Altern schützen. Daraus soll dann eine Paste gemacht werden, die man sich auf den Bauch schmiert. Das hilft bei richtig schlaffer Haut natürlich überhaupt nicht und ist eigentlich komplett zusammenhangslos. So oder so ähnlich sind auch die meisten anderen Videos des Kanals zu irgendwelchen Diäten und Fettverbrennungsmethoden aufgebaut. Im Video "Wie du bis zu 1 Kilogramm Gewicht am Tag verlieren kannst" geht es zum Beispiel im Endeffekt um einen Ernährungsplan, der durch Zitronensaft unterstützt wird. Keines der Videos hält auch nur im Ansatz, was es verspricht. Und darüber hinaus sind die Videos auch voll von Behauptungen, die einfach falsch sind. Immer wieder ist die Rede von Entgiftungen, Entschlackungen oder irgendwelchen Detox-Methoden. Die Vorstellung, im Körper und in bestimmten Organen würden sich irgendwelche Schadstoffe ansammeln, die man dann irgendwie mit bestimmter Ernährung ausspülen müsse, ist aber einfach falsch. Detox oder Entschlackungen oder Entgiftungen sind völlig falsch verwendete Begriffe, mit denen meist wilde Behauptungen aufgestellt werden. Medizinisch gibt es Schlackenstoffe überhaupt nicht. Der Körper hat eigens Organe, die den Körper entgiften, wie zum Beispiel die Niere oder die Leber. Noch nie ist es gelungen, die ominöse Schlacke im Körper nachzuweisen und das Konzept entspricht in keinster Weise unserem heutigen medizinischen Verständnis des menschlichen Körpers. Es gibt vereinzelte Studien, die Indizien für die angeblich entgiftenden Eigenschaften bestimmter Nahrungsmittel aufzeigen, aber diese hatten ausnahmslos extrem kleine Versuchsgruppen und oft fehlerhafte Methoden. Andere Experimente wurden bislang nur bei Tieren durchgeführt. Eine betreute Entgiftung ist zwar eine echte Behandlungsmethode und zum Beispiel der erste Schritt beim Loskommen vom Alkohol bei Alkoholikern, aber das ist natürlich ein völlig anderer
familiärer Kontext. Bestimmte Ernährungs- und Lebensweisen sind natürlich auch allgemein gesünder als andere und bestimmte Diäten können in einem kontrollierten Rahmen durchaus zu positiven Effekten führen. Aber eine magische Entgiftung des Körpers ist einfach Schwachsinn. Trotzdem wird mit diesen Behauptungen generell immer wieder Bauernfängerei betrieben, so auch vom Gesundheitsblatt. Besonders abstrus, das ganze Argument gegen Detox und ähnliche Pseudomedizin wird in einem Artikel auf der Website des Gesundheitsblatts eiskalt umgedreht. Zitat: Der Mensch besitzt mit Leber, Niere und Haut nicht umsonst drei Entgiftungsorgane. Aus unerfindlichen Gründen vernachlässigt die Schulmedizin das Thema Entgiftung. Und das in einer Welt, die durch Schwermetalle, Pestizide, Atommüll oder Mikroplastik belasteter denn je ist. Die geltenden Paradigma besagen, dass keine Gefahr für den Menschen besteht. Das ist allerdings Unsinn. Der Grad der Umweltverschmutzung geschieht 100-mal schneller, als die Evolution für Anpassungen sorgen kann. Man. First of all. You're stupid. Irgendwo liegt Atommüll, deshalb müssen wir jetzt alle Zitronenwasser trinken gegen die ganzen Gifte. Dieses Zitat stammt aus einem Artikel mit zugehörigem Video, in dem erklärt wird, wie die eigenen Füße zu entgiften seien. Okay. Das Entgiftungsorgan Leber sollte man auch direkt mal entgiften, am besten mit einer Rosinenwasserkur. Mit einem Zwiebel-Ingwer-Kurkuma-Honigmix kann man dann auch noch die Raucherlunge reinigen. Alles klar. Wir wollen gar nicht abstreiten, dass viele der jeweiligen Zutaten auf die eine oder andere Art gut sind für die eigene Gesundheit. Aber nehmen wir zum Beispiel Kurkuma, die Hauptzutat von Currypulver. Vom Gesundheitsblatt an vielen Stellen als Wundermittel verkauft, heißt es in diesem Artikel, es wirkt antioxidativ, entzündungshemmend und besitzt eine krebshemmende Wirkung. Dies kann das Fortschreiten eines Lungenkarzinoms unterdrücken. Es soll außerdem die Entstehung von Tumoren und Metastasen hemmen. Ein direktes Gegenzitat vom Zentrum Cancer Research UK. Momentan gibt es keine eindeutigen Beweise, dass Kurkuma oder Kurkumin, das ist der Stoff in Kurkuma, um den es eigentlich geht, zur Krebsprävention oder Behandlung geeignet sind. Na super, das ist also einfach mal falsch, aber ist ja nicht so wichtig, geht ja nur um Krebs. Zu beachten ist hier auch der Logikfehler, den das Gesundheitsblatt sich immer und immer wieder zunutze macht bei ihren natürlichen Heilmitteln. Nur weil ein Stoff in einem Nahrungsmittel, das man zu sich nimmt, in irgendeiner Weise eventuell bestimmte Krebszellen abtötet, heißt das noch lange nicht, dass dies der eigenen Lunge in irgendeiner Weise hilft, geschweige denn sie reinigt. Tatsächlich muss man sich gerade bei Raucherlungen übrigens im Klaren sein, dass einige Schäden unumkehrbar sind. Noch ein Beispiel. Safran verbessert die Sehkraft. Hier wird im Video und im zugehörigen Artikel tatsächlich mal eine Studie mit 60 Patienten hinzugezogen. Auf deren Basis wird behauptet, dass Safran erfolgreich gegen die Augenerkrankung Makulardegeneration eingesetzt werden kann. Wir haben die Gelegenheit ergriffen, eine der ganz wenigen Quellen, die man überhaupt auf Kanal und Seite findet, mal zu überprüfen. Die Studie hatte zwei Gruppen, 30 Patienten, denen Safran und 30 Patienten, denen zur Kontrolle ein Präparat verabreicht wurde. Erstmal haben nur 40 Leute die Studie tatsächlich beendet und die Ergebnisse, die eventuell auf Safran als wirksames Mittel gegen die Krankheit hinweisen könnten, waren nur teilweise signifikant. Und wenn man auch nur ein ganz bisschen Statistikverständnis hat, weiß man, dass selbst signifikante Ergebnisse bei nur 40 Teilnehmern eher wenig beweisen. Das wissen natürlich auch die Wissenschaftler, die schreiben, dass man dringend weiterforschen müsse und dass man zu diesem Zeitpunkt nur vorsichtige Hypothesen formulieren könne. Und jetzt kommt der Hit. Es konnte keine objektive Verbesserung der Sehstärke festgestellt werden, bei keinem der Patienten aus keiner der beiden Gruppen. Um es an dieser Stelle nochmal ganz schnell festzuhalten. Eine Studie mit 40 Teilnehmern zu einer Augenkrankheit, die man eventuell mit Safran behandeln könnte, beweist nichts und will auch nichts beweisen. Außerdem wird explizit geschrieben, die Sehkraft der Teilnehmer habe sich nicht verbessert. Diese Studie gibt dem Gesundheitsblatt Anlass, Leuten zu erzählen, Safran könne helfen, die Sehkraft zu verbessern. Unter jedem Artikel ist dann noch ein schöner Amazon-Reflink zu einem Buch zum Leberentgiften. Wie du deine Leber in wenigen Tagen reinigst. Nochmal. Solche Entgiftungen werden von diversen medizinischen Fachgrößen und Institutionen als regelrechter Unsinn abgestempelt. Man kann sich höchstens gut ernähren und nicht zu viel Alkohol trinken, so dass man seiner Leber nicht zu viel zumutet. Dazu kommen einige Videos zu diversen Krankheiten, wo dann einfach mögliche Symptome aufgezählt werden. Erkältung, HIV, Übelkeit, Nierenversagen, Nachtschweiß, Darmkrebs,
5-mal Werbung, Gesundheitsblatt. Aber unser absolutes Highlight, der Krebs stirbt aus, wenn du beginnst, diese Lebensmittel zu essen, toppt nochmal alles. Hier wird natürlich nach 2,5 Minuten Lehrinhalt kurz zugegeben, dass man nichts einfach mal so essen kann, um eine Krebserkrankung zu heilen. Aber man könne sich mit der richtigen Ernährung vor Krebs schützen. Dann folgen Empfehlungen wie Äpfel oder Ingwer. Die Deutsche Krebsgesellschaft schreibt, dass aber eigentlich viel zu wenig über den Zusammenhang zwischen Ernährung und Krebsrisiko bekannt ist und es die eine vor Krebs schützende Diät nicht gibt. Es gibt zwar allgemeine Empfehlungen, um verschiedenen Krebsrisiken vorzubeugen, aber Leuten zu erzählen, sie würden sich vor Krebs schützen, wenn sie einen Apfel essen, in einem Video, das damit wirbt, Krebs würde aussterben, wenn man bestimmte Nahrung zu sich nimmt, ist einfach nicht okay. Und dieses Video hat über 200.000 Aufrufe. Es wird 5-mal Werbung geschaltet. Und dann kann man nicht mal mehr die Audio vernünftig schneiden. Krebszellen verhindern und soll das Brustkrebs, kann die Entwicklung. Unter den Videos findet sich zum Glück zwar haufenweise Kritik, aber auch abstruse Verschwörungstheorien. Und irgendjemand hofft, dass die Tipps dem kranken Vater weiterhelfen. Wir könnten unendlich lange so weitermachen. Ventilatoren im Schlafzimmer verursachen Asthma. Ein anderes Video handelt von Geldpflanzen, die Glück bringen sollen. Es hat kein Ende. Das Gesundheitsblatt bietet den Menschen einfache, schnelle Lösungen für komplexe Probleme und einfache Antworten auf komplexe Fragen. Der Wunsch nach Wunderheilmitteln ist wahrscheinlich so alt wie die Menschheit selbst. Und die Vorstellung, wir würden in einer giftigen Umwelt leben, vor der uns nur Mutter Natur schützen könne, trifft sicherlich bei vielen einen Nerv. Sowohl Wunschdenken als auch vereinfachte Vorstellungen werden hier systematisch ausgebeutet für Klicks. Auf der Website findet sich dann der geile Hinweis, man würde keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der dargelegten Sachverhalte, Informationen oder Formulierungen übernehmen. Irrtum sei vorbehalten. Wir würden an dieser Stelle den Betreibern empfehlen, sich doch einfach nochmal gründlich mit den eigenen Inhalten auseinanderzusetzen. Da findet sich sicherlich noch der ein oder andere Irrtum. Cheers!